Annotopia 2023. Ein herrliches Event mit Fabel- und Fantasy-Wesen. Wenn ihr sehen wollt, was es hier alles zu sehen gab, beim zweiten Annotopia hier am Schloss Marienburg, ja, dann bleibt mal dran. Verschiedene Themenwelten haben wir. Piraten, Orkland, aber auch hier Endzeitlager und. Also hier ist alles bunt gemischt, wenn Dr. Abraxo ruft. Und wir wollen jetzt erstmal ein bisschen übers Gelände schauen. Und ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund, was hier teilweise für herrliche Kostüme zu finden sind. Ja, heute wird es relativ heiß. Wir haben, ja, ich glaube, einen der ersten Tage, wo wir vielleicht die 30-Grad-Marke knacken können. Von daher wird das in den Kostümen für die einen oder anderen ganz schön extrem. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen. Sehr schön, bin schon ganz aufgeregt. Ich möchte nicht wissen, wie warm das unter diesen Kostümen wird. Mir ist so im dünnen Leibchen schon ganz schön warm. Sag ja, herrliche Kostüme hier. Endzeit, Steampunk und. Gehen wir mal drauf. Ah, die Bandbreite der Kostüme ist jetzt beim zweiten Annotopia schon bei weitem übertroffen. Das erste Annotopia letztes Jahr, das habe ich euch hier gleich mal verlinkt. Ja, das Gelände hier des Schlosses Marienburg ist natürlich wie gemacht hier für so ein Fantasy- und Fabelspektakel. Wir sind hier direkt am Sachsenwall. Hier beginnt das offizielle Gelände des Schloss Marienburges. Und da im Innenbereich, da haben wir jetzt noch das Mittelalter und weitere Themenwelten. Also sehr, sehr spannend. Wer den Bereich hier am Marienberg ein bisschen besser kennenlernen möchte, wenn nicht so viel Trubel ist, hier habe ich ein schönes Video. Da war ich hier am Marienberg unterwegs, natürlich mit Schloss Marienburg, aber auch mit den vielen Waldanlagen, die da hinten am Berg noch liegen. Ja, aber als ich die Tour gemacht habe, sind mir solche Orks Gott sei Dank nicht über den Weg gelaufen. Sonst hätte ich meine Beine in die Hand genommen. Ja, letztes Jahr hatten wir, glaube ich, 3 Orks hier rumrennen auf dem Annotopia. Jetzt haben wir schon ein ganzes Nest hier. Ja, und die Jungs hier in ihren Verkleidungen, die Jungs und Mädels, die leiden natürlich ganz besonders. Mein Kumpel Gandalf der Weiße, auch wieder dabei hier beim Annotopia, beim zweiten Durchgang. Das letzte Mal habe ich ihn gesehen auf der Mystica Hamelon. Da habe ich mich schon gefreut, neben ihm stehen zu dürfen. Und heute hier auch wieder ein ganz großer Moment für mich. Ja. Viel Spaß. Die Pöbel noch nicht genug. Hier haben wir Mandalorianer. Schaut sie euch an. Das ist Liebe zum Detail. Herrlich. Ah, deswegen bin ich hier auf dem Annotopia. Da merkt man ja, die Liebe zum Detail. Viel Spaß wünsche ich euch. Danke sehr. Sven, Bratwürstchen. Ach genau, hier Bratwürstchen. Die gibt es da hinten. Sind auch nur Menschen, seht ihr? Das Schloss Marienburg ist natürlich immer ein Besuch wert. Es gibt hier auch Führungen ins Schloss hinein. Sehr, sehr historisch, sage ich mal, und auch sehr spannend. Aber heute ist natürlich hier eine Harmonie aus Märchenschloss, aus Fantasy und Fabel. Ach, Gänsehaut pur. Ja.
Zweimal ist er mir schon durchs Bild gelaufen, mein Lieblingsbaba. Und glaub mir, der leidet wirklich. Ah, Dr. Abraxo hat sich hier schon eingefunden, um gleich die Parade anzuführen mit seinem legendären Abraxo-Mobil oder wie immer es auch heißt. Die Parade ist das absolute Highlight hier am Anotropia. Und da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Nach und nach finden sich die Fabel- und Fantasywesen hier ein, um dann gleich auf eine schöne Parade zu gehen. Also mit Magnetschildern? Okay, ja, das hätte ich jetzt nicht auf. Nein, dieser ist bei dem. Ja,
Das Anotopia ist auch Kontaktbörse. Wer auf Mädels steht, wie zum Beispiel die nette Dame in Grün, dann muss man sich den roten Aufkleber drauf machen. Wenn man auf Herren steht, dann nimmt man den blauen. Und beim Ork würde ich dann den Regenbogenaufkleber nehmen, denn da ist es egal, Hauptsache warm und bewegt sich. Ja. Herrlich. Anotopia, auch Singlebörse. Eine herrliche Kulisse, oder? Das Schloss Marienburg. Ja, damit soll mein Video aber hier vom zweiten Anotopia am Schloss Marienburg langsam aber sicher dem Ende entgegengehen. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Eindruck bekommen hier von den herrlichen Kostümen, von den Fabel- und Fantasywesen, die sich hier so am Schloss Marienburg rumgetümmelt haben. Eine tolle Veranstaltung bei natürlich herrlichstem Wetter. Es hat super Spaß gemacht, aber ich bin jetzt ganz schön fertig, völlig durchgeschwitzt. Ich möchte nicht wissen, wie sich die Jungs und Mädels unter ihren Kostümen fühlen. Ich gehe nach Hause, springe unter die Dusche und deswegen sage ich schönen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Sprödi. Schieß zum Rückstand. Wollte ich sagen? Los. Ja, komm.
Ja, wir laufen auf Stelzen. Ja, nur spät, aber besser spät als nicht.